Ja, Pferde müssen sich nicht um die Altersvorsorge kümmern, ne? Genau. Und wir müssen allerdings was tun, weil wir mit unserer Rente auf jeden Fall nicht hinkommen werden. Und deshalb mache ich jetzt halt nochmal einen Schritt nach Hause mit euch und kläre euch da ein bisschen auf und dann gehen wir zusammen ausreiten. Ich habe nämlich eine tolle Kooperation, die möchte ich euch gerne vorstellen. Und deshalb sehen wir uns jetzt zu Hause wieder. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt geht's gleich an den Stall, aber ich habe mir gedacht, ich möchte noch ein paar Worte mit euch reden. Ein etwas ernsteres Thema und zwar um die Altersvorsorge. Ich bin immer ein Sicherheitsmensch und mache mir schon einige Gedanken, wie ich wohl später mal leben werde. Ich hoffe, das macht ihr auch. Das ist nämlich super wichtig, sich da jetzt schon Gedanken zu machen. Ich werde euch unten in die Infobox noch einen Link reinsetzen. Da könnt ihr euch auch alle weiteren Informationen heraussuchen und durchlesen. Ich möchte euch jetzt halt nur mal kurz einen Tipp quasi dazu geben. Das Hobby, das Reiten, möchte ich natürlich später auch noch ausüben können. Ich denke, dass ich im hohen Alter auch noch ein Pferd besitzen werde und damit glücklich sein werde. Aber dazu muss man natürlich einiges jetzt schon sparen, weil später mal werdet ihr dann eine Rente bekommen und die fällt natürlich jetzt momentan sehr, sehr gering aus. Also damit denke ich nicht, dass ihr auskommt. Und deshalb kommen wir jetzt halt zu meinem Sponsor dieses heutigen Videos. Und zwar geht es um West for Later von Visual West. Habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht aber auch nicht. Ich werde euch, wie gesagt, unten in die Infobox einen Link reinsetzen. Und zwar könnt ihr euch da eure Rentenlücke berechnen lassen. Rentenlücke daher, dann seht ihr quasi, was euch im späteren Alter fehlen würde und das könnt ihr dann ansparen. Finde ich eine ganz, ganz wichtige, super Sache und müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken, würde ich sagen. Es geht super einfach und ist super schnell und super simpel. Ich möchte euch noch ganz kurz hier ein paar Vorteile erzählen. Also wie gesagt, ihr könnt die Rentenlücke berechnen lassen, ihr könnt alles online machen, was ich super finde, weil ich bin ein Mensch, ich mache eigentlich nur noch alles online. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Macht mal Hashtag online in die Kommentare, weil ich glaube, jeder macht alles nur noch online heutzutage. Dann ist euer Geld gesichert, das ist Insolvenz gesichert. Und was ich auch super klasse finde, ihr könnt ab 25 Euro sparen. Also das ist ein Betrag, wo ich sage, das kann man auf jeden Fall monatlich sparen. Ich weiß nicht, wie eure finanzielle Situation ist, aber viele sagen ja auch immer, nein, mir fehlt das Geld, ich kann nichts zurücklegen. Aber Leute, es ist so, so wichtig, dass man jetzt was für seine Rente tut, weil später habt ihr keine Möglichkeiten mehr, irgendwie Geld heranzuschaffen, sage ich jetzt halt mal. Da wollt ihr auch euren Ruhestand genießen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also bitte fangt jetzt schon mal an zu sparen und tut was für eure Rente, damit ihr eben später euren Ruhestand genießen könnt. Lasst es euch durch den Kopf gehen, schaut euch den Link an, den werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Also das Thema ist super wichtig. Schaut da unbedingt vorbei, macht jetzt was, weil später möchte man ja einfach nichts mehr machen und seinen Ruhestand genießen und seinem Hobby wie das Reiten zum Beispiel nachgehen. Und deshalb muss man auf jeden Fall jetzt was tun. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, dass ich auch solche Themen mal angesprochen habe. Und für mich ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also tut da auf jeden Fall was. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt an Stall. Und dann nehme ich euch jetzt mit. So, gerade am Stall angekommen und ich werde schon begrüßt. Schaut mal, sie kommt sogar her. Guten Morgen. Hi. Also, ganz viele haben mich auch gefragt, was ich wohl mit ihrer Mähne mache. Also, ich bin jetzt, oh, so kommen wir in den Schatten. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich die Mähne wieder wachsen lasse. Also, ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Aber es könnte wohl wirklich sein, dass sie wieder eine lange Mähne bekommt. Aber vielleicht schneide ich sie noch einmal und dann lasse ich sie wieder lang werden. Schau mal, du magst was haben, ne? Guck mal, was hast denn du da? Mach mal kurz erstmal den Dreck weg. Dreck wegmachen, gut. Ja, bitteschön. So, jetzt hole ich meinen Halfter und werde sie mal ein bisschen putzen. Bin heute mit der Julia zum Ausreiten verabredet. Und Julia ist noch nicht da, aber ich kann mich ja trotzdem schon mal fertig machen, beziehungsweise die Fauni fertig machen. Als erstes werde ich aber auch noch meine Schuhe wechseln. Oh,
Mir ist was rausgefallen. So, die Schuhe habe ich nämlich hier noch nicht an. Und dann werde ich mir ein Halfter schnappen und dann geht's los. Und wir haben wieder wunderschönes Wetter, sage ich euch. Schaut euch mal den Himmel an. Richtig schön blau und Fauni genießt es auch, in der Sonne zu stehen. Macht mal Hashtag Sonne, dann weiß ich, ob es bei euch auch sonnig ist. Und ja, ich ziehe jetzt halt noch schnell meine Schuhe an. Und dann geht's los. Fauni wartet jetzt halt schon auf mich. Ich habe jetzt halt meine Schuhe angezogen, das Halfter an der Hand. Das ist so süß, wie die manchmal auf einen wartet. Das ist so niedlich. So, Julia ist mittlerweile auch gekommen. Ich habe jetzt die Fauni fertig gemacht. Ich habe den Schweif auch gerade durchgekämmt, wie ihr sehen könnt. Ich habe wieder das Haarspray verwendet und ja, schaut jetzt wieder tippitoppi aus. Jetzt können wir sagen, dass wir geputzt sind und die Madame ist eingeschlafen. Und jetzt kann ich satteln, meinen Helm aufziehen und dann trensen. Fauni ist fertig. Ich habe heute wieder die schöne Solhaus-Schabracke drauf, wie ihr sehen könnt. Und sie döst. Ach, ist alles so anstrengend. Schaut sie euch an. Ganz entspannt. Mal wieder steht sie da. Wird sie jetzt halt ein Leckerli vor die Nase gehalten bekommen, wird sie es natürlich nicht mehr schlafen. Wenn man Leckerli sagt, sind die Ohren gespitzt. Ne, mit dem Leckerli hättest du jetzt, würdest schon gerne eins haben, ne? Ne, schlaf ruhig. Och Gott, wie süß, schaut mal. Oh nein, macht mal Hashtag niedlich in die Kommentare, wenn ihr das jetzt hier seht. Die schläft ja echt fast ein. Naja, ich glaube, ich sollte mal ein paar Leckerlis einschenken. Und Julia ist auch da. Das ist halt süß. Und wisst ihr was? Gestern hat sie so mein Pferd gestreichelt und dann meinte sie so, oh, die ist ja richtig weich. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr Pferd ist nicht so weich. Und jetzt hat sie gerade gesagt, weil ich gerade die Fauni so fertig gemacht habe und sie ihr Pferd fertig gemacht hat und sie hat gesehen, dass ich sie halt eingesprüht habe mit dem Lilly's Unique Hairspray, hat sie dann gesagt, hast du mein Pferd auch eingesprüht? Der ist so weich. Aber nix da. Ich habe nichts gemacht. Die zwei machen sich auch gerade fertig und dann kann es losgehen. Unsere Motivation hält sich gerade in Grenzen, wie ihr sehen könnt. So, ich habe jetzt gerade schon nachgegurtet. Ich muss aber noch einmal nachgurten. Und dann geht's los. Julia macht auch gerade ihr Pferd fertig. Und habt ihr auch eine Aufstiegshilfe? Wenn ja, schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Wir haben hier so drei Kästen aneinander geschnurrt, wie ihr sehen könnt. Und das ist unsere Aufstiegshilfe. Passt perfekt. So, Julia und ich sind jetzt halt gerade losgeritten und ihr wisst nicht, was mir passiert ist. Meine Hose ist mir gerissen. Ich zeige es euch jetzt aber auch nicht, weil die ist direkt am Schritt gerissen und das Loch wird immer größer. Ich höre immer nur krr, krr, krr. Genau das ist es, was ich an die Community verbreiten würde. Naja, passiert, Leute. Ich habe sonst nie so eine Jeans an und die ist relativ eng, wie ihr sehen könnt. Aber ich hatte die jetzt halt beim letzten Mal, hatte ich die eben auch an und dann dachte ich mir, okay, es wird halt eine Stallhose und ja, jetzt nicht mehr, genau. Aber guten Gewissens kann ich die dann aussortieren. Wir sind jetzt halt ganz entspannt im Wald unterwegs, wie ihr sehen könnt. Auch heute haben wir nach wie vor noch ein bisschen Probleme mit dem Eis. Wir haben so manchmal Eisflächen, aber die können wir eigentlich ganz gut ausreiten. Und dann zum Beispiel wie hier haben wir jetzt halt mal wieder freie Flecke. Das ist halt dann schon praktisch.
sind zurück und unsere Pferde waren heute ziemlich unruhig. Aber trotzdem sind wir heil wieder angekommen und jetzt werde ich Fauni das Essen machen. Ich koche gerade schon wieder heißes Wasser und dann gibt es die Kräuter und ihr Müsli. Jetzt fällt gleich mein Helm runter, den nehme ich hier mal weg. Und genau, dann wird sie noch gefüttert und dann hat sie einen entspannten Tag. Fauni ist jetzt auch schon wieder raus. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht zu abonnieren. Abonnieren ist kostenlos und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!